Schönen guten Tag, mein Name ist Busy Montana. Heute bei Backspin, bei Butter bei die Fische. Let's go. Wir legen los. Bevor wir damit anfangen, müssen wir natürlich so ein kleines bisschen erstmal ein paar Dinge nochmal vorher ansprechen. Also dein Release ist ja schon draußen. Die Erfolgsgeschichte dazu ist auch schon im Prinzip erzählt. Es sind auch schon viele Fragen dazu beantwortet worden. Wir haben es im Vorfeld nicht geschafft, uns aus Termingründen nicht zu treffen, nur dass man das von vornherein weiß. Es war mir aber sehr wichtig, dass wir nochmal die Möglichkeit kriegen, uns jetzt hier auf halber Strecke zu treffen. Mhm. Ist es ja auch räumlich ziemlich weit. Du bist ja jetzt mittlerweile wieder unten in einer anderen Ecke des Landes angesiedelt. Wir haben eben im Vorgespräch schon ein kleines bisschen darüber gesprochen. Ist das schön, da zu leben? Es ist wunderschön. Wie gesagt, es ist meine Heimat, meine ganze Familie ist dort, meine Freunde. Deswegen bin ich auch gern dort wieder zurückgegangen. Ja, das ist dann so schon ein Kontrastprogramm zu dem, was du in deinem Leben und auch in deiner Karriere so wahrscheinlich auch gesehen und miterlebt hast, ne? Ja gut, als ich in Berlin gewohnt habe, bin ich eigentlich auch regelmäßig immer runtergefahren. Also in Berlin habe ich da mein Business gemacht und natürlich meine Musik. Da hatte ich auch meine Freunde, aber ich bin eigentlich schon 4-5 Mal im Jahr immer wieder runtergefahren, um meine richtigen Freunde und meine Familie zu treffen. Ja. Was wir jetzt machen ist, wie du schon angesprochen hast, Butter bei die Fische. Das heißt, ich werfe dir einen Halbsatz entgegen und du vervollständigst den. Und dann gucken wir mal, was du gesagt hast und welche Aussage du getroffen hast und können mal ein bisschen drüber reden. Mhm. Bist du bereit? Ich denke. Ich habe so ein bisschen in der Recherche, ist mir aufgefallen, dass du ja auch schon so ein bisschen Karriere auf dem Rücken hast. So im Prinzip schon ein paar Jahre dabei. So, ne? Das geht ja, die sammeln sich dann schnell so zusammen. Und grob kann man ja schon so vielleicht von so einer Dekade sprechen. Deswegen fange ich mit dem ersten Halbsatz an. 10 Jahre Rap sind. 3 Alben bei Er ist gut, der Junge. Und 2 Alben mehr oder weniger auf eigene Faust. Ja, und wie haben sie sich angefühlt, die 10 Jahre? Gut eigentlich. Ja? Ja. Ja, was heißt gut? Ich meine, es ist alles gut gewesen. Es war doch bestimmt ereignisreich und mit Höhen und Tiefen und mit Herz und Schmerz und mit Wut und Trauer. Nö, Wut und Trauer eigentlich weniger. Schon mal das erste, mein erstes Release war damals über Er ist guter Junge. Da bin ich hingekommen, dann nach Berlin mit Bushido, dies, das. Das war alles natürlich ein Riesenflash. Ja. Eben dann in diesen 3 Jahren auch dann nach Berlin gezogen. Ich habe da eine riesen Zeit gehabt. Das muss man auch klipp und klar sagen. Ohne die Zeit gäbe es Busy nicht. Ohne die Zeit gäbe es keinen Mucke aus der Unterschicht und so weiter. Deswegen war das auch eine geile Zeit. Und auch rückblickend war das alles eine gute Zeit. Also ich sag mal so, das Gute, wie sagt man, ich habe mehr gute Erinnerungen als schlechte, sagen wir so. Ja. Ich bin ein Mensch, so ich mache mir eigentlich immer alles gut. Deswegen, wenn mich irgendwas abfuckt, dann packe ich meine Koffer und gehe wieder irgendwo anders hin und mach's mir da wieder schön. Glas halb leer, halb voll. Dann bist du eher der Typ fürs halbvolle Glas. Genau, ja. Ja. Hat einen das durch 10 Jahre Rap auch immer ganz gut durchgebracht? Denn das ist ja schon auch ein Haifischbecken und das ist ja wahrscheinlich auch mal dann doch ein bisschen mit Frust oder mit Enttäuschung zu verbinden, was man da so erlebt. Das hat mich da super durchgebracht. Wie gesagt, ich habe mich ja auch nie immer komplett nur auf dieses Rap-Ding verlassen. Wenn es halt mal irgendwie knapp war, sei es finanziell oder auch kopfmäßig, habe ich gearbeitet und habe meinen Job gemacht. Ja. Deswegen, also ich... Es ist ein Job. Ja, aber ich wie gesagt, mein Job ist Möbel packen. Und dann gehe ich Möbel packen, dann habe ich da meinen freien Kopf und muss mich nicht komplett auf dieses Rap-Ding irgendwie verlassen müssen. Ja. Ist Rap dann auch Job? Am Anfang habe ich das so gesehen, aber mittlerweile, ich wünschte, es wäre ein Job und ich wünschte, ich hätte da ein geregeltes Einkommen und ich wünschte, es wäre geiler. Natürlich mache ich das alles professionell, so gut es geht, aber mein eigentlicher Job ist es halt, Geld für Frau und Kind und für mich und für die Miete zusammen zu scheffeln und das mache ich nicht unbedingt mit Rap. Ja, genau. Das ist ja auch soweit hinlänglich bekannt, deswegen gebe ich da aber meinen Halbsatz trotzdem noch mal hinterher. Alltag heißt... Um 4 Uhr morgens aufstehen, auf einen LKW an der Tankstelle warten und dann ins Land zu ziehen, um irgendwelche fremden Möbel abzuholen. Du hast ja gesagt, das hilft und vielleicht auch ein bisschen, also darf ich das finden, um den Kopf frei zu kriegen. Es ist Job, man verdient damit Geld. Fuckt es auch manchmal ab? Na klar. Natürlich, aber auf der anderen Seite ist es, wenn ich diesen Job mache, habe ich genug Zeit, einfach mir über andere Sachen Gedanken zu machen. Und am Ende des Tages habe ich meine Kohle und weiß, wofür ich es getan habe. Ja? Ja, klar. Würdest du gerne was anderes machen beruflich?
Wenn ich ganz ehrlich bin, im Moment eigentlich nicht, weil ich habe trotzdem, durch das, dass ja im Endeffekt mein Unternehmen auch ist, zusammen mit meinem Vater zusammen, habe ich natürlich meine Freiräume auch, wo ich sagen kann, jetzt gehe ich mal 2 Wochen auf Tour und gehe rappen. Ja. Natürlich würde ich am liebsten mein ganzes Leben lang nur auf Tour gehen und rappen und Kohle damit machen, aber wie gesagt, ich bin halt realistisch und weiß, dass das momentan auf jeden Fall noch nicht möglich ist. Ja gut, aber ich meine, die Zeiten sind im Moment ganz gut und auch deine Erfolgsnachrichten sind ja, es wird ja immer besser, da kommen wir aber gleich noch zu. Generell ist es, würde ich aber schon sagen, ein schöner Ausgleich, den man hat, weil man immer wieder auch auf den, wie soll man sagen, auf den Boden kommt oder so ein bisschen das Ganze auch von außen betrachten kann, was im Rap-Zirkus stattfindet. Oder? Ja. Ja. Oder nicht? Ja, nee, wie gesagt, ich sehe das alles gar nicht so eng eigentlich. Nee, das meine ich ja. Ich meine ja bewusst auch nicht eng zu sehen, sondern die Tatsache, dass man nicht von morgens bis abends sich mit Rap und dem ganzen Business auseinandersetzt. Das habe ich auch nie gemacht, sage ich dir ganz ehrlich. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe meine Mucke gemacht und das hat mich eigentlich immer am meisten interessiert. Das Ganze drumherum, was sich da abspielt und so, ich weiß nicht, zu sagen, ich bin zu alt für diesen Scheiß, klingt vielleicht ein bisschen dumm. Aber ich bin jetzt seit 3 Jahren Vater und ich weiß einfach, mich auf andere Sachen zu konzentrieren als auf Rap. Und deswegen sage ich auch, gehe ich echt gern auch diesen scheiß Möbelschlepper-Job machen. Ich mache es echt gern so. Ich komme da in Familien rein und was weiß ich, ich sehe da halt wirklich so das richtige Leben. Und dieses richtige Leben ist mir halt wichtiger als dieses Rap-Scheiß. Und was sich da halt abspielt, ist halt einfach nicht das wahre Leben. Weißt du? Was du dann am Ende musikalisch draus machst, ist jetzt eine ganze Serie mit dem Titel Mucke aus der Unterschicht. Und bevor wir zu dem tatsächlich aktuellen Release kommen, schlage ich nochmal das Feld ein bisschen größer auf und versuche es allgemein zu beschreiben, denn da haben wir uns noch nicht drüber unterhalten. Mucke aus der Unterschicht steht für im Allgemeinen. Direkt für mein Leben, so wie es läuft. Das ist einfach ehrlich. Das ist Alltagsgeschichten, das ist nichts Besonderes. Einfach mein Leben, meine Realität und meine Wahrheiten auf Beats. Es ist automatisch gekommen, dass es nach dem ersten, einen zweiten und einen dritten Teil gegeben hat, dass du dir nicht über neue Albumtitel Gedanken gemacht hast, sondern dass du das quasi dann ja, so nehme ich es zumindest auch wahr, fast als Marke weiter fortgetragen hast, als Statement. Das war eigentlich nie so der Grundgedanke. Damals, das ist eben mein erstes Release, damals noch bei EGJ, das ist Mucke aus der Unterschicht 1. Das war ja auch ein Mixtape, mehr oder weniger. Das war ja einfach so, da habe ich noch in Mülheim bei mir unten gewohnt, auf meinem ersten Computer irgendwelche Beats zusammengeschraubt, da einfach komplett konzeptlos drüber gerappt, aber es war halt einfach so wahr. Also wahr im Sinne von echt. Ja. Und da hatte ich halt meine ersten Krisen und so und halt da kam das alles so zustande und das ist ganz gut angekommen und man hat mir gesagt, mach doch jetzt mal ein richtiges Album, jetzt bring mal ein Album, das war jetzt ein geiles Street-Tape, aber irgendwie habe ich mich nicht wirklich so bei einem Album gesehen, ich wusste auch nicht, was für ein Album ich schreiben sollte, deswegen kam der Mucke aus der Unterschicht 2 und irgendwie, ich will nicht sagen, ich habe mich da verfahren, ich fand das einfach geil, das war mein Ding, wie du sagst, hat das sich zu meiner Marke da entwickelt. Und das sehe ich auch so. Also ich bin Mucke aus der Unterschicht. Das habe ich auch irgendwo mal geschrieben. Das ist mein Ding und das lasse ich mir da auch nicht wegnehmen. Dass es jetzt einen vierten Teil gab, das war wirklich nie der Plan. Da haben sich ja Leute drüber aufgeregt. Du hast gesagt, das hat aufgehört und warum machst du jetzt noch einen Teil? Du willst wieder deine Fans abgreifen, nur dass du verkaufst und bla und bla. Und ganz ehrlich, ich habe halt so nie gedacht. Ich kam irgendwann, ich hatte 2 Jahre lang keine Songs mehr gemacht, nichts, außer mal hier ein Feature, da ein Feature. Und dann bin ich irgendwann mal im Studio gesessen, habe einen Beat gefunden, habe drauf geschrieben und das war für mich dann auf einmal wieder, boah krass, ich habe dieses Feeling wieder, Mucke aus der Unterschicht. Und dann war das halt in meinem Kopf drin und deswegen kam dann auch Mucke aus der Unterschicht 4. Und da setze ich gleich mit dem nächsten Halbsatz ein, Teil 4 ist? Geil. Das haben am Ende die Leute da draußen auch bestätigt. Ja. Aber bevor wir dazu kommen, inhaltlich. Ja. 1 und 4 sind ja von den Jahren her ziemlich weit auseinander. Dazwischen ist auch, wie du es ja auch schon beschrieben hast, jemand, der erwachsen geworden ist, der sich über andere Dinge Gedanken macht. Das heißt, es sind doch bestimmt auch 2 komplett unterschiedliche Gesichter, auch in deiner eigenen Wahrnehmung, oder? Absolut. Also viele Leute haben,
erstmal gesagt, Mucke aus der Unterschicht 4 wurde richtig gut, ist richtig gut angekommen. Es wurde gefeiert und ich sag mal, 90% der Leute haben das auch komplett verstanden, was ich mit dem Album gemeint habe und gemacht habe. Das Ding ist, das ist alles ehrlich. Real, das ist alles ich, so ohne irgendwelche Proletengeschichten da auszupacken. Das ist halt, wenn, was ich da sage, kann ich zu 100% auch mit Daniel Ott dahinter stehen. Ja. Also das ist nicht nur Busy Montana, das bin auch ich als Privatperson. Was sich halt unterschieden hat, oder der größte Unterschied ist einfach der, dass es nicht mehr nur dieses diepe, dieser Tränendrüsen-Rap ist, der es halt auf dem ersten Teil war. So, wie gesagt, da war ich... Schön, dass du das selber so beschreibst. Ich war da vor 7 Jahren oder so, Anfang 20, so, da hast du deine ersten richtigen mentalen Krisen, was weiß ich. Und da war halt wirklich bei mir alles so deep und Trauer. Und das haben dann natürlich die Leute auch gefeiert, so, die in dem Alter waren, die das da verstanden haben. Hier die erste Krise, da, was weiß ich. Und das gibt's halt einfach nicht mehr bei mir. Also deswegen ist das alles nicht so deep, aber es ist halt trotzdem echt und real und ist halt, wie gesagt, so aus meinem Leben. Und damals war die Zeit so, die vier Teile sind ja grundsätzlich alle unterschiedlich. Das ist alles so ein bisschen Wegbegleiter so durch mein Leben und ja, das habe ich eigentlich richtig geil gemacht. Was glaubst du denn, haben die Leute daran, oder was war das Feedback, was haben sie falsch verstanden? Ja eben, viele Leute haben halt wieder, da heißt es dann, oh, mach doch mal wieder so einen Track wie Kopfschmerzen. Oder warum machst du so einen Song wie Balla Balla? Rap doch mal lieber wieder so diepe Sachen und so. Und ich sag halt ganz ehrlich, Mucke aus der Unterschicht heißt ja nicht nur, dass ich rumheul. So. Und dieses Unterschicht-Ding bedeutet ja nicht unbedingt nur, oh, alles ist so scheiße, ich komme hier nirgends raus und gar nicht so. Das ist ja gerade das Ding, ich muss da ja irgendwie raus und will da raus. Und eben mit der Geburt meines Sohnes und mit meiner Frau, mit der ich seit 10 Jahren jetzt schon da, die das ja alles auch miterlebt hat und sowas, wird man halt erwachsen und so wächst halt auch die Musik. Ich kann halt, das habe ich auch schon mal gesagt, ich kann noch nicht 10 gleiche Alben rausbringen. Das wäre doch dann langweilig. Dann würden sich alle beklagen, warum die Songs alle gleich sind. Machst du was anderes, ist es auch nicht richtig. Aber jetzt habe ich es richtig gemacht. Ich habe so eine Mischung gemacht. Ne? Wollte ich gerade sagen, am Ende muss es richtig gemacht haben, denn die Chartplatzierung ist auf jeden Fall ein Achtungserfolg, eine dann beeindruckende Zahl. Mein Halbsatz, Platz 6 bedeutet... Backspin.